Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Aber wer braucht schon den Gaul, wenn man, hops, selbst jedes Hindernis überwinden kann? Hobbyhorsing nennt sich dieser bizarre Anblick. In der finnischen Stadt Vantaa, nördlich von Helsinki, gibt es dafür sogar eine jährliche Meisterschaft. Es ist sehr seltsam für andere Menschen, das zu sehen, vor allem wenn sie es zum ersten Mal sehen. Sie denken, dass wir denken, dass die Pferde leben. Das glauben wir natürlich nicht. Wir verstehen, dass sie tot sind und hergestellt werden. Ja, ihre Pferde basteln sich die Sportlerinnen nämlich selbst. Rund 200 Teilnehmer konkurrieren hier in Disziplinen wie Springen und Dressur. Die Mädchen hoch zu Ross sind zwischen 10 und 18 Jahren alt. Und eines lieben sie besonders. Hier können Mädchen frei sein. Es gibt keine Jungs, die ihnen sagen, was sie zu tun haben oder den Chef spielen wollen. Allein in Finnland haben mittlerweile rund 10.000 Menschen auf Hobbyhorsing umgesattelt. Und auch über die Ländergrenze hinweg wächst die Begeisterung. Bis nach Deutschland hat sich der Trend allerdings noch nicht durchgesetzt.